Quasselstrippe, Dschungeldinner Stars genervt von Tatjana. Wie will sie da das Essen genießen? Knapp drei Monate nach dem Dschungelkampffinale feiern die Stars ihr Wiedersehen allerdings nicht am Lagerfeuer, sondern an einer festlich gedeckten Tafel. In der ersten Runde vom Spezial von Das perfekte Promi-Dinner treten Tatjana Axel, 46, Daniele Negroni, 22, Matthias Mangiapane, 34, und Jennifer Frankhauser, 25, gegeneinander an. Doch anstatt sich auf die Mahlzeiten zu konzentrieren, quasselte die ganze Zeit und nervte damit ihre Konkurrenten. Sie konnte ihren Mund einfach nicht halten, dabei hatte sich am ersten Abend so viel Mühe gegeben. Am Tisch wollten sich die Hobbyköche eigentlich in Ruhe unterhalten, doch die 46-Jährige ließ keinen aussprechen und unterbrach wiederholt die Gespräche. Daniele konnte das Geplapper seiner Sitznachbarin kaum ertragen. Sie hat 30 Minuten lang geredet und irgendwann habe ich abgeschaltet und in Ruhe meine CRE mit Gravis MBRU mit Zirkumflexle gegessen. Als ich fertig war, hat sie immer noch geredet. Auch Gastgeber Matthias war erstaunt von Tanjas Redefluss, die hat heute ja so viel erzählt wie im ganzen Dschungel nicht. Doch nicht nur mit vielen Worten störte die frühere Kosmetikerin die Runde, mehrfach fiel sie in laute Wo-Jubelschreie aus. Wie kam ihre Art bei euch an? Stimmt in der Umfrage ab.